Welcome back to another German food review, and it's Christmas time. Zimtsterne in German, and these are cinnamon stars. And yeah, it's from Lidl. Favorina is Lidl's Christmas label. Every discounter has its own label. And this, how many grams? 175 grams of cinnamon stars is €1.99. Yeah. Okay, calories. Focus, please. 477 calories, a lot of sugar and fat. Yeah. So I guess it tastes good. Ingredients: sugar, almond. Where's the cinnamon? Interesting. I don't see it. There it is. Oh, 0.05%. Okay. Yeah, interesting. So basically nothing. But let's see if it tastes like cinnamon. The cinnamon is Zimt in German. That's how it looks here. Let's flip a few and then... Use this here. Okay. Yum. They look cute. And let's see. And they're kind of stiff. And a lot of pieces inside. Let's taste them. They're a little bit chewy. What? Oh boy. a little bit chewy, and I can taste the nuts. And this here, this stuff here is very sweet. And it feels super soft. Nice, yeah. Touch it. It feels really good. Looks and feels good. Okay, this one is damaged, also damaged. Okay. It tastes like... Here it is. It's a little bit chewy and tastes like nuts, yeah. Hazelnuts and almond and stuff. And in the aftertaste, there's a little bit of cinnamon. Yeah, quite yummy. Rieber-Backwaren, okay. Ja, it's a thumbs up. In the aftertaste there's a little bit of cinnamon flavor. Otherwise it's more nutty stuff. But yeah, sweet and chewy, lecker. Okay, thanks for watching. I continue in German. Was gibt's hier von Lidl, Favorina? Zimtsterne gibt es ja in jedem Discounter, kostet alles gleich. Aber ich war bei Lidl halt. Kommt in dieser schönen goldenen Box hier. Und die Kalorien dafür sind ziemlich hoch. Ja, Nüsse. Deshalb hat es wahrscheinlich so viel Fett. 477 Kalorien. Viel Zucker und viel Fett. Und das hier ist drin. Mandeln und Haselnusskerne. Und daher wird wahrscheinlich das Fett kommen. Und guckt euch mal den Witz hier an. 0,05% Zimt. Okay, und dann heißt es Zimtsterne. Ja. Okay, Eier aus Bodenhaltung. Alles klar. Die sehen erstmal ganz niedlich aus, die Dinger.
schöne Form und so dieses Weiß hier, das fühlt sich auch gut an. Irgendwie ist es weich und rutschig, so wie Eis. Und ihr seht hier schon diese Körner da, das ist alles Nusszeug. Der ist besser. Und das schmeckt irgendwie süß-nussig mit dem Nachgeschmack. Was ist denn das für ein Wort? Könnt ihr damit etwas anfangen? Habe ich noch nie gesehen. Ja, und im Nachgeschmack schmeckt es halt nach Zimt. Deshalb habe ich es drauf gezeigt. Ja, eigentlich ist es ganz lecker. Sehr süß ist es. Einen esse ich noch. Ja, hier seht ihr es richtig. Sieht aus wie ein Pumpernickel so. Aber schmeckt besser als ein Pumpernickel. Noch ein. Ich kann die Kamera sehen. Okay, der Preis dafür ist 1,99 €, habe ich glaube ich schon gesagt. Und wenn man so Nüsse mag und Zimt, dann geht es schon. Man lässt sich schön kauen und sieht gut aus. Und schmeckt nach Weihnachten. Alles klar. Ja, als Rating bekommt es einen Daumen nach oben. Habe ich es im Englischen vergessen, weiß ich nicht. Aber es bekommt einen Daumen nach oben. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.